Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir ein Spiel, in dem wir mit Chester zusammen eingesperrt sind. Trapped with Chester. Ich bin sehr gespannt, ich habe schon ein bisschen gespickelt. Es gibt mehrere Enden, das mag ich ja immer sehr und ich glaube, der sieht eigentlich relativ hot aus. Deswegen warten wir mal ab, was uns hier erwartet. Übrigens, da habe ich so viele Fragen. Ich bin auf der Gamescom alle Tage. Von 24. bis 28. Ihr könnt mich treffen am Samstag und Sonntag in Halle 7 bei der TikTok-Bühne. Samstag um 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Sonntag von 13 bis 15 Uhr. Ganz wichtig, ich weiß nicht, wie viele Leute kommen, ob Leute im Urlaub sind oder ob sehr viele Leute kommen oder wenige. Deswegen kommt rechtzeitig, denn wenn zu viele Leute anstehen, denke ich mal, dass es wie in den letzten 2,5 Jahren ist, dass sie die Schlange dann schließen. Das ist anders als in der Buchtour, wo es begrenzte Tickets gab. Deswegen kommt rechtzeitig, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich sehr freuen. Und ich gebe mein Bestes, aber ich kann nicht versprechen, dass ich wirklich jeden dran nehmen kann. Denn wenn die Gamescom Security sagt, ich muss weg, dann muss ich weg. So, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo natürlich auch. Und nach der Gamescom nehmen wir auch wieder lange Games auf. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und wir starten einmal rein. Was gibt's denn an Settings eigentlich so? Windows, Planes, Text-Speech, passt alles. Return. Start. Mein Kopf schmerzt. Hört sich an wie ein Pferd. Mein Kopf tut weh. Ich fühle mich kalt. Your Highness, wakey wakey. Hello. Eure Hoheit, hallo, hallo. Diese Stimme, ich kann mich an sie nicht erinnern. Aber das Letzte, das ich mich erinnere... Hey, hey, hey. Are you alive? Are you alive yet? Hey, hey, bist du am Leben? Bist du noch am Leben? Was, wie hieß du noch einmal? Alles ist so verblurrt. Tell me if you're still dead. Come on, don't keep me hanging. Komm, sag mir, dass du bist doch noch nicht tot, oder? Komm schon, lass mich nicht hängen. Oh mein Gott, es ist gruselig. Wieso dieses Vogelgezwitscher? Was ist dieses komische... Ach, wir sind wir werden gerade in einer, von einem Pferd in irgendeinem... in einer Box transportiert? Oh, you're up. Rise and shine, Sleepyhead. Oh, du bist also wach. Ey, das sieht aber echt nicht schlecht aus. Mit dem bin ich gerne eingesperrt. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Es wäre ja eine Schande, wenn ich deinen süßen Schlummer gestört hätte. Glaube ich. Okay, bist du ruhig? Wo bin ich? Oder guten Morgen? Okay, gib mir die Hand. Also ich habe jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, wieder übel der Arsch zu sein oder nett zu sein. Ich mache jetzt mal alles, was er sagt. Danach können wir immer noch ein Arsch sein, okay? Ich speichere hier aber schon mal ab. So, weil man kann wahrscheinlich verschiedene Enden machen. Okay. Wo bin ich? Guten Morgen. Oh, you're quite a chipper, ain't ya? Oh Gott. You're so cute. I wanna squish your little cheeks. Er möchte meine Backen squishen. Ja, squish sie, Stranger. I like you already. Er mag mich jetzt schon. Ich dich auch. Okay, ich mag dich auch. Oh, er wird rot. You're so cute. Oh mein Gott, du bist so süß. Can I take you home? Kann ich dich mit nach Hause nehmen? Okay, natürlich. But when we don't even know. Aber wir kennen uns doch noch nicht einmal. Ich sag ja, er darf. Ich bin jetzt mal sofort. Also, wir machen jetzt mal so zu 100% hey, klar. Und danach sind wir richtig arschi. Oh mein Gott. How delightful. Ein menschliches Haustier. Wie schön. Oh mein Gott. Never mind our contract, then. Es ist ja. Oh mein Gott. Wir haben einen Vertrag. Ich soll quasi mir keinen Gedanken um den Vertrag machen. He holds out his hand, also er tut sie quasi die Hand ausstrecken. Sollen wir gehen? Ich nehme seine Hand. You realize that you have nowhere. Okay, ich realisiere, dass ich ja keine andere Wahl habe, als mit ihm zu gehen. Oh, okay, ich nehme seine Hand. Du hast keine Ahnung, wo dieser unmenschliches Wesen dich hinbringen wird. But certainly anywhere is better. Aber jedenfalls ist alles besser als das, wo wir gerade sind, oder nicht? Ending 3. An Obedient Pet. Ich bin jetzt sein Tier. Das war Ende 3. Okay, nochmal rein hier. Start. So. Okay.
Ich spule es mal vor. Okay, jetzt sind wir mal böse. Nein, du doch nicht. Okay, will you shut up? Wir sind mal böse. Wirst du deinen Mund halten? Oh, heute ist jemand aber mit dem falschen Fuß aufgestanden. You're always that kooky and crusty. Can't blame you when you've been sleeping on that very sad, cold, hard wood. Ja, er kann mir halt quasi jetzt keine Vorwürfe machen, dass ich so zickig bin. Ich habe ja auf den kalten, nassen, harten Boden geschlafen. Hä? Er hat recht. Why were you sleeping on the ground? Warum schlafe ich eigentlich auf dem Boden? Actually, you come out of... Genau, also auf jeden Fall stehe ich jetzt auf. Yes, that's what you get for blind trust. Oh Gott, was? Das machst du also für blindes Vertrauen? Süßes und saures Betrügen oder Hintergehen. Was, worüber redet er denn? Wie auch immer, einmal ein Idiot, immer ein Idiot. Okay. Get mad, suck it up and ask what's going on. Ich kann jetzt böse werden. Ich werde jetzt mal böse, okay? Wir gehen jetzt mal richtig all in. Wieso nennst du mich einen Idioten? Ich habe doch nicht gesagt, dass ich dich meine. Mann, jetzt ist mir langweilig. Du langweilst mich. Should've known answering the summons of a prissy noble gonna be a waste. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Oh, oh, geht der jetzt? Okay, wir sehen uns. Oh, oh, heißt es eigentlich gerade, dass wir gerade irgendwie... Weil er hat ja auch gesagt, deine Hoheit, dass wir irgendwo irgendein Verbrechen gemacht haben und irgendwo gerade hingebracht werden. Before you can put, bevor du etwas anderes sagen kannst, in your version wird es auf einmal dunkel. Bevor ich etwas in meinen eigenen Worten sagen kann, wird es auf einmal dunkel. Ich kann nicht atmen. Ich kann nichts hören. Warum? Was passiert? Was ist hier los? Keine Schmerzen? Aber du weißt, dass dein Leben gerade dir aus den Händen ringt. Und genauso ist es auch passiert. Ich bin tot. You're boring. Ach, weil ich langweilig bin, hat er mich jetzt umgebracht. Nochmal. Das lass sie mir aber nicht bieten. So. Jetzt will ich aber mal... So. Jetzt bin ich mal richtig aggro. So. Ich sag jetzt mal, es soll ruhig sein. Und jetzt bin ich mal richtig assy. So. Der ist so richtig gruselig, aber er hat doch irgendwas Hottes. Das ist absurd. Diese Mischung ist absurd. So, get mad, suck it up and... genau, ich frag mal jetzt, wo wir sind. Ich raff mich jetzt mal wieder. Weißt du nicht, du bist derjenige, der mich gerufen hat. Ah. Beantworte meine Frage. Oder ich... beantworte meine Frage. So behandelst du also einen Gast? Du hast mich hierher beschworen. Ach so, du Gemeiner. Herbeschworen? Anyone else here? No. Then who else could it be? Siehst du noch jemanden anderen hier? Nee, also wer sonst könnte mich hierher beschworen haben? Du sagst mir also, ich hab dich hierher gerufen. Did I stutter? Hab ich gestottert? Okay, dann wer bist du? Und wo sind wir? Oh, es würde mich beides interessieren. Ich frag mal, wer er ist. Mm-hmm. Yes, you can call me Jester. Du kannst mich Jester nennen, ja? Okay, na gut, hallo Jester. Wo bin ich? Ah, who am I? Wer bin ich? No idea. Keine Ahnung. You smelled so good. So I came buzzing like a hungry fly. Oh nein, du riechst so gut. Also bin ich hier reingekommen wie eine hungrige Fliege. A pure soul corrupted by betrayal is such a rare delicacy. Eine reine Seele, die quasi korrupt für Betrug angeklagt worden ist, ist wirklich so selten zu finden. Ah, also mich hat jemand angeschwärzt gegen irgendeinen Betrayal-Verrat und deswegen bin ich jetzt hier wahrscheinlich gerade in dieser Situation, wo ich irgendwo hingebracht werde. Oh oh. Oh oh. You were seething with so much contempt. Oh oh. Er frisst mich jetzt. Yes, I slurped in too much and took
out your memory along with it. Ups. Ach so, er kann also, wenn er jetzt darüber nachdenkt, deswegen wird der Bildschirm so schwarz, meine Gedanken wegnehmen, deswegen wird mir immer so schwarz vor Augen. Oh oh, oh mein Gott. At his words, you felt a sharp sting in your head. Als er das gesagt hat, fühlte ich etwas Scharfes in meinem Kopf. Meine memories of your demise. Erinnerungen an meinen Tod. Betrayed by your closest aide. Ah, okay, ich wurde quasi wirklich betrayed, ne? Jetzt kommt's raus. Ich wurde quasi von meiner engsten Beraterin betrogen. Bei meiner Familie. Ich bin gestorben. A strong desire bubbled up from within you. Revenge. Also quasi, ich bin tot, ne? Ein starker Gedanke kommt in mir auf. Ich möchte Rache. Such a beautiful, tainted soul. So eine schöne, tainted, erhaltene Seele noch. Oder erhaltene Seele. Come. Komm schon. He stretches out his hand towards you. Also er ist quasi so ein bisschen Teufel oder... Ich glaube, dass er dafür... Für meinen Rachegedanken steht. Okay, ein Weg zur quasi Vergeltung oder ein bedeutungsloser Tod. Die Antwort ist eigentlich klar, oder? Take his hand. Jetzt töten wir wahrscheinlich alle, oder? Okay. That was the beginning of a blasphemous partnership. Ein böser Dämon und sein Monarch. Together they leave destruction, also zusammen hinterließen sie Zerstörung und Leiden. Aber so eine schöne Symphonie von Rache, die sie quasi kreiert haben. Das ist the blasphemous partnership. Die blasphemische Partnership. Okay. Vier Endings haben wir. Wir haben 1, 2, 3. Es fehlen noch 3 Enden. Okay, komm, die holen wir auch. Let's go. Let's go! So, mein Freund. Wo bin ich? Das erste, was ich jetzt mal frage. Wo bin ich? Du bist der, der mich gerufen hat. Okay, ich sehe. So, wir sind also auf derselben Seite. Ja. So ein schönes Boot. Lass uns doch mit dem Schiff lossegeln. I don't get it. Ich verstehe es nicht. I don't understand. Ich verstehe nicht, was du sagst. Spreche ich die falsche Sprache? Konnichiwa. Kamusta? Annyeonghaseyo. Hola. Geil. Hör auf, ich hab's verstanden. Oh, how sweet of you. I'm blushing. Oh, wie süß von dir. Ich werde ganz rot. Warum? Ooh, I got it. Oh, ich hab's. Die Torte, er ignoriert mich einfach komplett. A human pet. How delightful. Ein menschliches Tier. Wie schön wäre das? Es ist egal mit unserem Vertrag. Ach, jetzt verstehe ich den Contract. Ich bin gestorben, habe mit ihnen wahrscheinlich irgendeinen Vertrag gemacht, ne? Was? Du kommst mit mir. Ich versuche mich zu wehren, aber er ist viel zu stark. Ich passe gut auf dich auf. Oh nein. Scheiße, wir haben Unwilling Patch schon wieder. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Nochmal. So. Okay. Would be a shame. So, ich mache jetzt nochmal Shut up. So, ich bin nochmal jetzt böse zu ihm. Kannst du mehr so reden, bitte? So. Okay, get mad, suck it up and ask. Ich frage jetzt nochmal, wo wir sind, weil da gibt es ja nochmal eine Auswahlmöglichkeit. And answer my question, sage ich jetzt. Ich bin's mal ruppig. So. Ben, who are you? Okay, wo sind wir, frage ich jetzt. Okay. Wir sind in einem Wagen. Ich weiß das. Warum fragst du dann? Okay, Geduld. Smack him. Oh, ich kann ihn schlagen. Ich schlage ihn mal. Ich schlage ihn ins Gesicht. Hey, das hat wehgetan. Wowza. Actually, that felt good. Aber eigentlich hat sie das gut angefühlt. Hilfe, ich bin mit dem sadistischen Joker hier eingesperrt. Mach das nochmal. Oh mein Gott. Please. Bitte. You might have awaked something. Du hast irgendetwas Gruseliges in ihm aufgeweckt. Do it. Ich schlag ihn nochmal. You slap him with all, schlägst ihn mit all deiner Kraft. Oh,
Das hat sich so gut angefühlt. Oh mein Gott, das ist es. Ich werde mit dir einen Vertrag machen. Einen Vertrag? Oh mein Gott. He places a hand over his chest and bows. Oh mein Gott. Jester. Demon of betrayal and nightmares. Ah, jetzt bietet er mir seinen Service an. Er ist Jester, der Dämon für Verrat und Albtraum. Ah, okay, deswegen ist er nämlich jetzt da. Ich dachte mir schon, dass es so eine Art Todesengel ist für Verrat. Okay. This one shall grant your deepest desire. Master! Jetzt, wo ich ihn geschlagen habe, bin ich jetzt sein Master. Okay. Dämon? Fragezeichen. At his words, also wie mit seinen Worten fühle ich einen scharfen spitzen Gegenstand im Kopf oder etwas, was mir wehtut. Meine Erinnerungen gehen dahin. Betrayed by your genau, das hatten wir schon. Ach verdammt. Revenge. Such a beautiful, tainted soul. Okay. Kann ich hier noch irgendwas wählen? Ich kann nichts anderes machen, ich muss seine Hand nehmen. Wir haben schon wieder das gleiche Ende, Mann. Aber es war ein guter Weg, den gehe ich jetzt nochmal. Ich spule es jetzt einfach mal vor. Patience, patience, smack him. Ich habe jetzt mal Geduld. Patience. Oh nein, ich langweile ihn. Nein! Nein! Okay, ich mache nochmal das obere Patience, vielleicht ist das das Richtige. Verdammt! So. Where am I? Answer my question. Oh nein. So, where we are. Ich speichere mal hier. Dann können wir nämlich einfach zurück. So, then where we are. Das kannst du doch sehen. Jetzt habe ich mal nur Patience. Okay. Das hat er mich wieder umgebracht. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. You're boring. Ending 4. Das kann doch nicht sein. Wir laden nochmal das hier. Und wer bist du? Er sagt mir, wer er ist. Sagt er wieder, ich rieche gut. Oh nein, es tötet er mich schon wieder. Okay. Nee, ich nehme nochmal Auto. Load. Nimm mal das. So. Will you shut up? Where am I? Ich sag mal good morning. Ich sag mal, er soll ruhig sein. So, get mad. Hier mache ich nochmal ein Save. Das hatte ich noch nicht. So, okay. Also, was ist das? Suck it up. Genau, ich werde es mal böse. So, du nennst mich einen Idioten? Okay, jetzt ist er wieder bored. Dann machen wir das hier. Du bist derjenige, der mich gerufen hat. Dann speichere ich hier jetzt nochmal. I see. Answer my question. Ich mache mal I see. Also sind wir auf demselben Boot. Okay, so ein schönes Boot. Don't get it. Okay, ich sage einfach mal okay. Wow. Does this mean the feeling's mutual? Okay, sehr gut. Wir haben was Neues. You know what that means. Weißt du, was das bedeutet? Like you, ich mag dich, mein Freund. Kann ich dich mit nach Hause nehmen? Oh, kiss him. Das wird ja richtig spannend hier. So, kiss him instead. Okay, sure, but we don't even know each other yet. Ich küsse ihn mal. Warst du da schon aggro, oder? My, how bold. Oh, wie ungezogen. I'm forging a contract with you. Ich will auf jeden Fall einen Vertrag mit dir. Vertrag. Oh, ich bin interessiert in deinem Herz, aber... I wanna ravish your soul. Okay, er möchte dafür meine Seele. He places a hand over the chest and bows. Jester, this one shall grant your deepest desire. Okay, Demon. Ich glaube, jetzt haben wir wieder das Ending, ne? Sind wir jetzt wieder die Bösen? Revenge. Mann! Ich küsse dich nie wieder, Master. Ah, okay. Don't call me that. Das ist wieder was Neues. Don't call me that, Master. Okay, dann speichern wir hier aber auch nochmal ab. So, yes. That's how you treat a... Oh shit, hier war ich jetzt. Oh nein! So, ich küsse ihn nochmal. Und jetzt gehen wir. So, jetzt save ich nochmal. Und jetzt machen wir mal Meister? Fragezeichen.
Bitte, mein lieber Meister, schließe deine Augen. Du fühlst eine, fühlst Wärme von seinen Händen auf deinen Augen. The heat lingered even after his palm left his skin. Also die Hitze blieb immer noch, nachdem er auch schon seine Hand verloren hat. Öffne sie nicht. As soon as he whispers these words, genau, nachdem du quasi sein Flüstern gehört hast, verschwand seine Präsenz. Eine Männerstimme. Hä? Wer bist du? Du hörst eine Stimme von draußen. Oh, der Mann schreit. Monster! Nein, nein, bitte, verschone mich, ein anderer Mann. Jemand von, lustig von jemandem, der einen Kadaver hinten hat. Ach, wir sind wirklich tot. Wir haben nur die Aufgabe erfüllt. Sehe ich aus, als würde es mich interessieren. Er hat ihn auch getötet. Es wird auf einmal ruhig. Öffne deine Augen, mein Schatz. Oh mein Gott. Magst du's? Komm schon, mein lieber Master. Oh mein Gott, das ist alles so falsch. Lass uns die Welt zerstören. Das wird unsere Heiratsreise. Bis der Tod uns scheidet. Oh, oh, wow, until death. Wie witzig. Ey, Ende 1. Oh mein Gott, gleich nochmal. Ich mach hier mal. Don't come, nenn mich nicht Master. Wie möchtest du, dass ich dich dann nenne? Oh, ich kann mich jetzt nennen. Gnudrun, Mann. Master Gnudrun. So ist es also. Okay, jetzt ist gleich noch das gleiche. Wie witzig, jetzt konnte ich ihm noch mal sagen. Er hat es noch das gleiche Ende. Ach, wie geil. Jetzt nennt er mich Master Gnudrun. Okay, wir laden noch mal das hier. Jetzt geküsst. Okay, sure. But we don't even know. Genau, wir kennen uns doch noch nicht mal. Stimmt, du hast recht. Wie blöd von mir. Du kannst mich Jester nennen. Schön, dich zu treffen, mein Meister. Meister? Ah, jetzt kommt wieder das Ende. Verdammt, okay. Okay. Jetzt gucken wir aber nochmal. Wir haben doch vorhin nochmal hier irgendwo aufgehört. Get mad. Ich werde nochmal böse. Ah nein, jetzt bringt er mich schon wieder um. Ist gar nicht so leicht. Wo waren wir denn hier? Answer my question. Beantworte meine Frage. Hier waren wir, glaube ich. So. Denn who are you, frage ich ihn nochmal. Wer bist du? Ich bin schon wieder tot. Okay, also uns fehlt noch ein Ende, das ist 1b, das heißt einfach nur Master. Ich weiß nicht, wie ich das kriege. Ich dachte, wir haben das schon. Aber... ich probiere es jetzt noch einmal. Okay, hier nochmal. More importantly, so, das probieren wir jetzt nochmal. Safe, so. Ich habe jetzt mal Guten Morgen gesagt und sage jetzt mal, was viel wichtiger ist. Wo sind wir? You're the one who called me. Weißt du, du bist derjenige, der mich gerufen hat. Okay. Beantworte mal, I see. Yep, yep. Okay, I don't get it. Oder ich sage einfach mal nur okay. Wow. Does this mean the feeling's mutual? Glaubst du, unsere Gedanken sind gleich? You know what that means? Weißt du, was das bedeutet? Like you, ich mag dich. Kann ich ihn mit nach Hause nehmen? Kiss him? Okay, sure. Ich mach mal okay, sure. Ich speichere ja aber nochmal. But okay, sure. Okay, jetzt hat er mich wieder als Human Pet. Ich take seine Hände und ich mach mal nix. Ich mach mal nix. Punkt, Punkt, Punkt. You realize that you have nowhere else. Du merkst gerade, dass du nirgendwo anders hingehen kannst. Du nimmst deine Hand. Ach, Mann. Okay, also es gibt noch das letzte Ende, das heißt Master. Aber ich habe euch das Spiel mal unten verlinkt, das ist kostenlos. Vielleicht kriegt ihr es ja. Mega cooles Game, wie immer. Empfehlt mir weitere Games. Ich bin gerne mit Chester trapped. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag so Games, die
coole Stories haben, wo du durch verschiedene Enden auch mehr rauskriegst. Wir sind quasi schon tot gewesen, wurden von unserer Familie verraten und wir hatten quasi wahrscheinlich schon vor dem Tod übelst die Hass- und Rachegefühle und deswegen ist er erschienen. Deswegen, ich mag solche Games sehr, vor allem wenn es mehrere Games gibt. Ähnlich wie Slay the Princess. Schaut euch Slay the Princess an, das habe ich auch letztens gespielt. Mega geiles Game, das war nur eine Demo, die war schon insane cool. Kommt wahrscheinlich auch bald raus, das Spiel. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, mit Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns in den nächsten Videos.